Moin, Cowpokes. In der Kommentarsektion unter einem anderen Video kam das Thema auf erotische Inhalte in Red Dead Redemption 2. Was das Kanalmitglied des Swazi zur Aussage brachte, das Spiel wäre frivol. Bei mir ging sofort die gehirneigene Suchmaschine an und ich habe mal alle möglichen Frivolitäten durchlaufen lassen. Drei Erkenntnisse sind dabei herausgekommen. Und zwar: Erstens, Red Dead Redemption 2 ist prallvoll mit erotischen Aktionen und Anspielungen. Die Herrschaften, die Rockstar uns ins Spiel gestellt hat, lassen aber mal absolut gar nichts aus, was es auf dem Buffet der Werkeleien gibt. Ich stelle hier mal eine Auswahl vor, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit. Let's see. I am gloriously fuddled now. I feel so light and heavy at the same time. Have I told you what an amazing woman you are? Oh, but you are. Let us be free and wild and bad, my dear. Let us make love like love has never been made before. Let me take you to the clouds. Well, that was pathetic for all of us. Da wird gespannert und gestalkt. Es wimmelt von erotischen Besonderheiten, die Transvestiten, Tierliebhabern im wörtlichen Sinn, drogenberauschten Liebesspielen und vielen mehr. Einige der Ereignisse, wie eine beobachtete Sadomaso-Szene, fehlen, weil ich das zufällige Szenario nicht auslösen konnte. Not anymore. Me neither. Got my eye on one though. I was hunting north of Annisburg when I came across this cabin. And there's no one there but this woman. Bit bony, but beautiful as the day is long. Real elegant fancy type, too. I see how you like 'em too, friend. Don't know what she's doing out there in the middle of nowhere, but turns out she's a widow. She asked me to leave, but in a real nice way. Made me feel good. I watched her from the bushes for a while, saw her cry. I think this is a place I could really hang my saddle. A hot dinner and warm bed every night? Don't sound bad to me at all. Sogar John, der ja bekanntlich in einer festen Beziehung lebt, findet in Otis Millers Schatz neben einem Revolver einen Haufen erotischer Fotos. Da frage ich mich nur, was Abigail mit ihm macht, wenn sie die in seiner Tasche findet. Zweitens.
Ein Akteur ist im Spiel bei all dem bunten Treiben wirklich die ärmste Sau. Und das ist ausgerechnet Arthur. Da wird nicht nur um ihn herum kein erotisches Vergnügen ausgelassen. Nein, Arthur selbst muss mit kalten Duschen auskommen, weil ihm nichts gegönnt wird. Entweder vermasselt er es, wie mit den beiden leichten Mädchen zu Beginn des Kapitels 2 in Valentine, oder er wird von einer ehemaligen Flamme zum Hampelmann gemacht, die ich übrigens wegen ihrer ständigen Nölerei, sie hätte Arthur so geliebt, er hätte eben nur völlig anders sein müssen, gar nicht leiden kann. Arthur darf nicht nur nicht mitmachen, er wird sogar zum Opfer. Mal relativ harmlos bei einer Kurzattacke durch den durchgeknallten Franzosen Charles Chardonnay, mal deutlich heftiger. Da wird der gute Arthur von einem schmierigen Knirch im Sumpf sogar überwältigt und missbraucht. Pfui, bah. And you lost, but it was quite a tussle, I tell you. Quite a tussle, my pet. See? Friendship ain't so tough. And neither is you. Was die Sache noch schlimmer macht, ist die Tatsache, dass Bill Williamson, der ja bekanntlich dem gleichen Geschlecht zugetan ist, davon erfährt und Arthur damit auch noch aufzieht. Did you? Sure. He seemed to know all about you. I mean, all about you. Get out of here. Und damit, dass Arthur nun auch wirklich nicht das geringste erotische Vergnügen gegönnt wird, sind wir dann schon beim dritten Thema. Um das zu erklären, muss ich mal an die Klopperei-Games wie Mortal Kombat, Street Fighter und Co. erinnern. Da gab es immer eine geheime Tastenkombination für einen Superschlag. Und genau sowas suche ich seit Beginn in meinem Lieblingsgame. Hat jemand von euch die geheime Kombo in dieser Situation gefunden? Falls nicht, Video liken und Kanal abonnieren. Mehr Möglichkeiten, den Kanal zu unterstützen, findet ihr in der Videobeschreibung. Und damit jetzt Hände über die Bettdecke. Denkt dran, Arthur darf auch nicht. Tschüss, Outlaws for Life.